Vielleicht hast du schon mal eine E-Mail bekommen und ganz unten stand der Disclaimer. Oder dein Webmaster rät dir, auf deine neue Webseite einen Disclaimer heraufzusetzen, um dich zu schützen. Und darum geht es in diesem Video. Was ist ein Disclaimer und schützt er dich wirklich? Oder was solltest du noch dabei beachten? Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin nicht nur Unternehmer, sondern auch immer wieder Gründer, veröffentliche regelmäßig auch Webseiten und berate viele Menschen dabei. Und irgendwann geht es auch um das Thema Datenschutz und Rechtsschutz. Und an einem Disclaimer kommst du meistens nicht vorbei. Die Frage ist nur, wo schützt er tatsächlich und wie schützt er dich? Das Wort to disclaim heißt etwas abstreiten. Aber was genau soll abgestritten werden? Nun, es ging im Jahr 1996 beim Bundesgerichtshof darum, dass ein Link von einer Webseite zu einer anderen externen Webseite dazu führen kann, dass man auch für die Inhalte der anderen Webseite haftbar gemacht werden kann. Wenn also du auf deiner Webseite einen Link setzt zu einer anderen und dort werden Persönlichkeits- oder andere Rechte verletzt, dann haftest du mit. Dann kannst also du auch dafür haftbar gemacht werden. Was ist nun passiert? Die Website-Master, die Website-Betreiber und Besitzer wollten sich natürlich davor schützen, dass sie für externe Inhalte in Haftung genommen werden und haben deshalb einen sogenannten Disclaimer entwickelt. 2 Jahre später allerdings wurde vom Landgericht Hamburg genau darüber wiederholt gestritten. Denn die Frage, die sich die Richter gestellt haben, ist folgende. Wenn ich also einen Disclaimer auf meine Webseite oder du auf deine Webseite stellen und dich damit von der Verantwortung des Autoren einer anderen Webseite distanzieren wollen, heißt das nicht vielmehr schon vorher, dass du als Website-Betreiber gewusst hast, dass auf der anderen Webseite negative, schädliche Inhalte veröffentlicht worden sind? Und bist du nicht gerade deshalb mit einem Disclaimer in die Haftung zu bringen? Von daher ist also der Disclaimer ein Versuch, dich vor Inhalten von anderen Webseiten zu schützen. Aber auf der anderen Seite ist es vom Gericht in der Rechtsprechung bis heute umstritten, ob dich ein solcher Disclaimer wirklich rechtlich, verbindlich und abschließend schützt. Vielmehr ist die Frage offen, dass du nicht vielleicht schon gewusst haben könntest, dass dort schlechte, negative, verletzende, also rechtsnormverletzende Inhalte aufgeführt sind und du trotzdem dich entschieden hast, diese Links zu setzen. Also tatsächlich könnte man auch annehmen, dass du vielmehr aufgrund dieses Wissens erst recht in die Haftung genommen werden könntest. Das sind die beiden Meinungen und Positionen heute in der Rechtsprechung. Aber Disclaimer hat nicht nur die Aufgabe häufig, dich vor der Haftung anderer Inhalte durch die Links, die du setzt, zu schützen, sondern auch Rechtskonformität zu schaffen. Also dich oder beziehungsweise den User darüber zu informieren, wie die Daten verarbeitet werden, welche Rechte du hast und allgemeine Transparenz abzubilden. Häufig wird ein Disclaimer auch eingesetzt bei den Webshops. Denn es kann ja sein, dass der Kunde eine Kaufentscheidung trifft aufgrund falscher Informationen, die aber vom Webshop-Betreiber nach bestem Wissen und Gewissen abgebildet worden sind. Auch dann kann ein Disclaimer in gewissen Situationen vor den entsprechenden Haftungsfolgen schützen. Eine weitere Verwendung für Disclaimer findest du in den E-Mails, denn dort gilt es darum, Vertraulichkeit zu wahren, also dem Empfänger deiner E-Mails darauf hinzuweisen, dass er die Inhalte nicht weiterleiten darf und dass, wenn er es tut, die entsprechende Haftung auch hat. Also hier geht es um den Begriff der Vertraulichkeit. Was ist nun die Moral der Geschichte aus der aktuellen Rechtsprechung? Also grundsätzlich kann es sinnvoll sein, dass du in den entsprechenden Stellen, deinem Webshop, auf deiner Webseite, in den E-Mails oder in anderen Publikationen Disclaimer einsetzt. Aber wirklich abschließend schützt dich ein Disclaimer nicht, wenn deine Links auf deiner Webseite auf andere Seiten verweisen und dort Rechtsverstöße abgebildet werden. Du bleibst immer in der Haftung, das zu prüfen, wohin du die User von deiner Seite auf andere Seiten leitest. Wenn du dabei Unterstützung brauchst, dein Marketingkonzept, deine Positionierung zu finden, deine Kanal- oder Publikationsstrategie zu entwickeln, dann kannst du gerne Gebrauch machen von einem kostenfreien Erstgespräch. Aber wir haben nicht nur Unternehmens- und Marketingberater bei uns im Team, sondern auch Rechtsanwälte, die dich in solchen Fragen auch begleiten. Deshalb mache jetzt Gebrauch vom kostenfreien Erstgespräch. Like das Video, abonniere den Kanal und empfehle uns gerne weiter. Und vergiss nicht, die Glocke zu betätigen, dann wirst du weiter in Zukunft informiert. Ich wünsche nun viel Erfolg und auch Rechtssicherheit. Dein Daniel Schäfer.